Auf Platz 1 geht die Startnummer 5 ins Rennen, David Schumacher. Er hat die Startnummer 5, kommt vom KSM Schumacher Racing Team. Er hat beide Rennen in Amfing für sich entscheiden können und jetzt hier in Kerpen das dritte Rennen der Saison ebenfalls. Dementsprechend steht er bei Rennen 4 auf der Pole Position. Er könnte etwas schaffen, was meines Erachtens noch nicht passiert ist. 4 Rennen in Folge bei der DKM gewinnen. Spinnen wir es ein bisschen weiter, machen wir es größer. Die Frage würde dann von den letzten 6 Rennen der DKM 5 für sich entschieden haben, wenn er das Ding jetzt hier wuppt. Und der Name Schumacher und Kerpen, das zusammen jetzt hier im Livestream. Gleich geht's los in 5 Minuten. Das Rennen der DKM über 23 Runden. Platz 2 neben ihm, das ist Dennis Hauger. Das ist einer der großen Herausforderer. Das ist die Startnummer 21, der Norweger. Der DJKM-Champion aus dem Jahr 2016. Er kämpft sich durchs Feld, er gibt alles, er wirft alles in die Waagschale. Also da wird es richtig spannend sein zu sehen, wie das hier losgeht, dieses Rennen. Und ob Schumacher die Angriffe von Hauger sich erwehren kann. Felix Arnold, er ist der Einzige, der innerhalb der letzten Rennen hat punkten können. Gegen Schumacher, er gewann das letzte Rennen, das Rennen 2 bei der DKM 2016 in Kerpen. Daneben Glenn van Berlo, der Niederländer. Wodan Erik Munding, die 22. Und Luke Füngeling, der Polesetter nach dem Qualifying mit der 17. Reihe 4, dort haben wir Tim Tröger und Rosina Loredano. In der 5. Reihe aus Schweden Rasmus Lind und Marek Schanner, Philipp Dürr. Und David Lewinski, Reihe 6. 7. Reihe, Alexander Tauscher und Nikolas Scholz, Marcel Lipp und Dennis Peter Scott dahinter in der 8. Reihe. 9. Marcel Preuß und Nermin Kulakovic, Phil Hill und Mats E. Hansen. Hinten dran, 10. Reihe. Renzo Alibax, Jan-David Fusen, André Kotschka und Matej Pawliczek. Reihe 11 und 12. Luca Wilmer, Mike Münch, Cameron Bödler und Yusuf Ovega in den weiteren, auf den weiteren Positionen 13 und 14. Matej Karkowski, Valentino Fritsch, Kasper Löhnen und der Titelverteidiger Paavo Tonteri. Er muss von ganz, ganz hinten dran, der Finne, 16. Reihe. Luke Wankmüller und Luca Maisch, auch zwei große Hoffnungsträger für den deutschen Kartsport. Auch sie von ganz hinten. Rollender Start. David Schumacher macht die Pace. Neben Dennis Hauger ein Rennen über 23 Runden, also ca. 25 Kilometer. Erftlandring. Wir kommen jetzt. Die Pace macht der Polesetter. Und jetzt das Rennen freigegeben. Das Rennen ist freigegeben. Schumacher gewinnt, aber Arnold kann da reinstechen. David Schumacher verteidigt seinen ersten Platz. Dennis Hauger war am Schimpfen, hatte da irgendwas falsch gesehen an diesem System. Das hat aber alles funktioniert. 2-3 Karts neben der Strecke, nichts passiert. Das ist die Zusammenfassung dieser ersten Meter. Schumacher auf 1, Felix Arnold dahinter, sein Teamkollege Munding auf 3 und Dennis Hauger ist zurückgefallen auf die 4. Position. Wir haben ein Rennen über 23 Runden und wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Was geht hier? Schumacher, Arnold, Munding, Tröger, Hauger, van Berlo, Linz, Loredano, Dürr und Luke Füngeling. Das sind die ersten 10 hier auf unserem Tableau. Es sind noch alle 34 Fahrer im Rennen. Luca Maisch nach vorne gekommen. Wir blicken noch mal ganz kurz auf diese erste Situation. Da war Felix Arnold eigentlich
ganz gut positioniert. Und er geht auch zunächst vorbei, ganz kurz vorbei, das, was wir auch vorhin gesehen haben. Und dementsprechend der Wechsel an der Spitze. Felix Arnold führt das Rennen hier in Kerpen an. Vor David Schumacher wird es so sein wie im letzten Jahr. Rennen 1 an Schumacher, Rennen 2 an Felix Arnold. Die zwei Teamkollegen auf jeden Fall vorne, verfolgt von Wodan Munding und Tim Tröger auf 4, Hauger auf 5. Das die ersten 5 Plätze hier. Felix Arnold. Kleiner Vorsprung, 2 Zehntel vor David Schumacher. Schnellste Runde jetzt vom Drittplatzierten von Wodan Munding. Also David Schumacher unter Druck auf der zweiten Position. Schnellste Runde 43,788 gefahren von Wodan Munding. Was ist drinnen in diesem Rennen? Der Name Schumacher und Kerpen, das passt sicherlich zusammen. Und der David kennt die Strecke sicherlich auch seit der Bambini-Zeit. Ist es möglich, diese 4 Rennen in Folge zu gewinnen? Oder ist es Felix Arnold, der dieses Rennen gewinnen kann? Oder vielleicht jemand anders, Dennis Hauger. Wir werden es sehen. Unglaubliches Rennen. 20 Runden sind es noch. Arnold führt 2 Zehntel vor David Schumacher. Dahinter dann Wodan Munding. Ein Kart ist hier raus. Die Startnummer 25. Wer ist es? Luca Wöllmer. Er ausgeschieden, aber kein Unfall. Naja, er ist nicht begeistert. So, die ersten beiden war eng beieinander. Munding muss jetzt abreißen lassen, ein wenig. Gerade eben waren es so 2-3 Zehntel. Und jetzt ist der Vorsprung doch ein wenig gewachsen. Eng beieinander die beiden Teamkollegen Felix Arnold und David Schumacher, die jetzt über Start und Ziel kommen. Sie vollenden die 5. Runde. So ist es, weiterhin 2 Zehntel. Neue schnellste Runde hier in Kerpen gefahren von David Schumacher. 43,318. Schnellste Runde von David Schumacher. Er ist dran, er bleibt dran am Kampf um die erste Position. Wo ist Tonteri? Wo ist der Titelverteidiger? Da wollen wir auch mal schauen. Er ja von ganz weit hinten gestartet. Er derzeit auf der 23. Position. Hier die Einblendung passend zur Meldung vom KSM Schumacher Racing Team. David Schumacher, 43,32. Seine Zeit hier gerade eben. Schnellste Runde. Weiter geht's. Wir schließen die 6. Runde ab. Und jetzt haben wir die schnellste Runde von Tim Tröger. Das ist der Drittplatzierte. Er ist jetzt vorbeigegangen an Wodan Munding. Er ist jetzt der Herausforderer. Der Pilot vom CRG TB Racing Team. 43,22 seine Zeit. Er ist jetzt der Herausforderer der beiden KSM-Piloten. An der Spitze Wodan Munding. Ist die Pace jetzt erstmal nicht mehr mitgegangen oder konnte nicht mitgehen. Und Tim Tröger kommt jetzt von hinten. Und Dennis Hauger, auch den dürfen wir auf Platz 4 nicht vergessen. Dass die Herausforderer des Spitzenduos hier vorne, des Duos Felix Arnold und David Schumacher, weiter eng beieinander, 2 Zehntel auseinander. Da ist alles möglich. Tim Tröger auf 3, Hauger auf 4. Nach Abschluss der 10. Runde machen wir eine kurze Zusammenfassung, einen Gesamtüberblick. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier beim Live-Geschehen. Tonteri mittlerweile auf die 21 nach vorne gekommen. Das ist die Information, wo der Titelverteidiger derzeit zu finden ist. Also der muss sich da sehr mühselig durchs Feld kämpfen und da Position um Position gut machen. Naja, er hat aber auch schon 11 Positionen aufgeholt. Das muss man natürlich mal einen dicken Haken dran machen. Tonteri macht in 7 Runden 11 Positionen gut. Was für eine Leistung des Titelverteidigers. Auch den dürfen wir sicherlich nicht abschreiben. Wir sind in der 9. Runde, das heißt 8 Runden sind absolviert. Felix Arnold ist an der Spitze. Und wo wir das sagen, kommt das Manöver von David Schumacher.
Er hat ihn sich ausgeguckt, er hat gewartet auf die richtige Situation und jetzt geht David Schumacher vorbei an Felix Arnold. Tröger und Hauger dahinter und hier nochmal in Zeitlupe das Manöver von David Schumacher. Sucht sich mal eine neue Stelle aus. Und hier die Attacke und das Manöver, das David Schumacher auf die 1 bringt. Das sind die Bilder dazu und wir warten auf die Position. Während wir uns die Slow-Mo angeguckt haben, gab es den Wechsel hier auf der Strecke wieder. Felix Arnold ist zurück auf 1 und auch das können wir uns jetzt nochmal in Zeitlupe angucken. Felix Arnold wählt die bekannte Stelle hier in Kerpen zum Überholen, das Manöver. Felix Arnold zurück auf 1, David Schumacher auf 2. Hier ist alles drin in diesem Rennen der DKM und wir dürfen nicht vergessen, Tim Tröger, auch ein absoluter Topfahrer, wird Schumacher jetzt auch das Leben schwer machen. Das sage ich gerade, da passiert schon, da passiert die Situation schon. Schumacher fällt zurück auf die dritte Position, Tim Tröger gerade eben vorbeigegangen und jetzt kommt Dennis Hauger auch noch von hinten, der Norweger. Aber in Kerpen ist alles möglich, das können wir schon mal festhalten. Vorne Felix Arnold, dann Tim Tröger, dann David Schumacher und dann haben wir auf der vierten Position den DJKM-Champion aus dem Jahre 2016, dann haben wir Dennis Hauger. Sie werfen alles rein. Sie werfen alles rein, was sie haben. Kämpfen. Und hier haben wir den Stand nach Abschluss der 11. Runde. Arnold, 4 Zehntel vor Tröger. Schumacher dahinter auf 3. Mittlerweile auf 4, wenn ich es richtig sehe. Hauger, Lind und Van Berlo. Jawohl. Da ist jetzt einiges passiert. Schumacher doch weit zurückgefallen. Auf 5, wenn wir es richtig sehen. Vorne, das ist Arnolds. Tröger, dann Hauger, Rasmussen und Schumacher auf der fünften Position zurück. Und hinter Schumacher, da haben wir jetzt die 12. Das ist Van Berlo und mit der 22 Munding. Also 7 Fahrer fahren hier um den Sieg in dem Rennen der DKM. 7 Fahrer kämpfen um den Sieg. Mittendrin ist David Schumacher, aber ganz vorne, da ist Felix Arnold, der hier wie entfesselt auffährt und wichtige Punkte für sich auf sein Konto schaufeln kann, wenn er das Ding gewinnt. Er ist sehr stark hier in Kerpen, er hat gewonnen. 2016 konnte er ein Rennen gewinnen bei der DKM. Tröger auch gut unterwegs, er hält seinen 2. Platz. Dann Hauger und Rasmus. Schumacher auf 5, Van Berlo auf 6, Munding auf 7. Gelbe Flagge sehen wir auf der Strecke, aber nur im hinteren Bereich, da ist nichts passiert. Hauger ist jetzt 2. Arnold ist, Tröger ist jetzt 3. Und dann Rasmus, Schumacher, Van Berlo und Munding. Das ist die Position in der 14. Runde, zum Abschluss der 14. Runde. Dennis Hauger, neue schnellste Runde gerade eben, 42,7. Jetzt wollen wir gucken, ob er da noch einen draufsetzen kann. Nein, alles bleibt bei diesen Positionen. So langsam können sich auch die ersten beiden absetzen. Arnold und Hauger. Wird das der Zweikampf um den Sieg? Felix Arnold, da sehen wir die gelbe Flagge, die wir gerade eben meinten. Vorne Felix Arnold, dann Dennis Hauger. Die sind so 3-4 Zehntel auseinander. Also das geht ganz schnell, dass der eine sich ransauen kann und Schlagdistanz kommt. An der Spitze alles möglich. Felix Arnold, Deutschland mit der 9. Dennis Hauger, Norwegen mit der 21. Dann kommt ein Fünferpack, ein Quintett. Angeführt wird dieses Quintett von Tim Tröger. Da drin ist Rasmus Lind, da drin ist David Schumacher, da drin ist Glenn Van Berlo und da drin ist Wodan Munding.
Und hier kommt das Manöver von Dennis Hauger an der Spitze. Der Wechsel. Dennis Hauger geht vorbei an Felix Arnold. Und übernimmt die Führung. Neue schnellste Runde auch von ihm. 42,677. Ja, Dennis Hauger ist der Champion, der DJKM Champion 2016. Ist von den Junioren jetzt aufgestiegen zu den Senioren und liegt jetzt hier in Führung in Kerpen in der Hausstrecke von Arnold. Und Schumacher, da ist sicherlich noch einiges drin. David Schumacher muss sich den Angriffen da erwehren, hält aber seine fünfte Position. Hauger auf 1 weiter, jawohl, da sehen wir es. Arnold weiter auf 2, das ist unverändert hier in der 17. Runde. 6 sind es dann noch. Dann haben wir ein Doppelpack, das ist Rasmussen und Tröger. Und dahinter auf der 5. Position David Schumacher. Wir können festhalten, Schumacher wird es sehr schwer haben, das Rennen zu gewinnen. Trotz allem wird er wichtige Punkte für das Championat. Wird das wichtige Punkte für das Championat sammeln und wird seine Führung behaupten können bei der DKM. Aber die Herausforderer werden stärker. Und allen voran Dennis Hauger, der jetzt hier auf dem Weg ist, die volle Punktzahl für Rennen 2 kassieren zu wollen. Felix Arnold dahinter auf der zweiten Position. Rasmus Lind ist dritter, Tröger auf 4. Und wir haben jetzt Schumacher nicht mehr im Bild. Aber er musste zwei weitere Fahrer passieren lassen. Munding und Van Berlo und auch Luke Füngeling gehen an David Schumacher vorbei. Achter Platz für Schumacher, Lipp und Dörr auf 9 und 10. 19. von 23 Runden, Dennis Hauger, der wird das Ding für sich entscheiden. Felix Arnold ist Zweiter, Rasmus Lind auf 3, Tim Tröger auf 4. Das Feld jetzt doch weit auseinandergezogen, da ist kaum einer in Schlagdistanz. Van Berlo auf 6, ne, Füngeling auf 6, Van Berlo auf 7, Schumacher auf 8, Lipp auf 9 und Dörr auf 10. Das die ersten 10 Plätze im Bereich von Füngeling, Van Berlo, Schumacher, Lipp, da ist sicherlich noch was drin mit Überholmanövern. Aber bei den ersten 3, 4, 5 Plätzen, die sind doch alle merklich auseinander. Hier sieht man die ersten 5 ganz weit auseinander, der 6. auch noch. Füngeling kann sich also dazu freifahren und wir müssen sagen, Luke Füngeling ist der Mann, der die Pole Position sich gesichert hat nach dem Qualifying und auch einen seiner Vorläufe hat er für sich entscheiden können. Ein Vorlauf, da war er nur 19. ging als 11. in das erste Rennen, wurde dann 6. und jetzt kann er seine gute Form behaupten mit dem 6. Platz auch hier in Rennen 2 bis hierhin. Vorne ist Dennis Hauger, dann Felix Arnold. Dann Rasmus Lind, Tim Tröger, Rodan Munding haben wir jetzt im Bild, Füngeling da hinten. Wir sind in der 21. von 23 Runden. Es wird nicht mehr viel passieren. Wir können noch einmal schauen, wo ist der Titelverteidiger. Der ist ja von Position 32 ins Rennen gegangen. Er hat die Startnummer 1 und er kommt auf Platz 13. Was für eine unglaubliche Leistung von Paavo Tonteri. Der macht da mal eben locker und entspannt 19 Plätze in einem Rennen gut, wo wirklich absolute Topfahrer am Start sind. Also Hut ab vor Paavo Tonteri. Luca Maisch ist 15. also genauso stark. Luca Maisch von 34 auf 15, also der macht auch nochmal, auch ebenfalls 19 Position gut. Also zwei ganz starke Performances, aber jetzt bleiben wir bei der letzten Runde. Jetzt bleiben wir beim Sieger, bei Dennis Hauger. Startnummer 21 vor Arnold und Rasmus Lind, das die ersten drei.
Sie kommen jetzt Richtung Start und Ziel und werden hier dieses Rennen für sich entscheiden können. Hauger macht 1,2 Sekunden seinen Vorsprung die letzten Runden der internationalen deutschen Kartmeisterschaft in Kerpen 2017. Es endet mit einem Sieg von Dennis Hauger, der sich jetzt freut und jubelt. Arnold auf 2, Rasmus auf 3, Tröger jetzt auf 4, Munding auf 5, Fümmeling auf 6, Van Berlo auf 7, Schumacher auf 8, Lipp auf 9 und Phil Dörr auf 10. Der Sieger kommt vom CRG Holland Team, hat die Startnummer 21 und heißt Dennis Hauger. Hauger auf 1 für das CRG Holland Team, Felix Arnold auf 2, Rasmus Lind wird Dritter für KSW, Tim Tröger auf 4, CRG TB Racing Team Wodan, Erik Munding auf 5, Luke Füngeling wird Sechster, JS Evolution, Glenn van Berlo auf 7, David Schumacher am Ende auf 8, Marcel Lipp 9, Phil Dörr auf der 10. Position für das CRG TB Racing Team, Marek Schaller für Valier Motorsport auf 11. Tonteri, der Titelverteidiger, gestartet von Position 32. Er macht 20 Plätze gut auf 12. Niklas Schöll auf 13. Kaczowski auf 14. Luka Maisch von 34 auf 15. War auch eine fantastische Leistung. Jan-David Fusen, Alexander Tauscher. Rosina Loredano auf 18. Und auf der zweiten Seite des Tableaus. Da haben wir Kulakovic, Kotschka, Lewinski, Hansen, Ali Bax, Yusuf Vega, Dennis Peter Scott, Valentino Fritsch, Cameron Bödler und Pavlicek. Das sind alles die Fahrer, die das Rennen beenden konnten. Und Ausfälle haben wir von Marcel Preuß, Kasper Dehn, Mike Winchfield und Luke Wankmüller.